Wenn ein Hund knurrt und so guckt, dann sollte man ihn tunlichst in Ruhe lassen. Das haben die Hortkinder im Landesverwaltungsamt heute auf jeden Fall gelernt. Doch Moment, im Landesverwaltungsamt? Ja, denn hier in der Frohen Zukunft gibt es das sogenannte grüne Klassenzimmer. Im vergangenen Jahr konnten wir das hier eröffnen und seitdem bieten wir hier vor allen Dingen für Grundschüler und Vorschüler Programme an. Da suchen wir uns immer Themen aus, die so zu unserem Amt passen. Natürlich können wir da jetzt keine Akten vorführen, sondern wir gucken, dass wir das ein bisschen kindgerecht machen. Und das klappte heute sehr gut. Die Jungen und Mädchen waren begeistert von den Hunden. Dass das Landesverwaltungsamt für das Hunderegister zuständig ist und die Aufsicht über die Veterinäre führt, interessierte sie natürlich nicht. Viel interessanter waren Beagle Rieke, Schlittenhund Chico und Jagdhund Ayla. Also wir konnten streicheln und wir hatten da auch so ein Leckerli bei den Bänken so und das fand ich schön. Ich fand es schön, dass wir Kunststücke gesehen haben von den Hunden. Und dass wir auch die Hunde manchmal streicheln durften und sie führen durften, auch über die Bänke und so. Nur zum Spaß war das natürlich nicht gedacht. Die Kinder sollten lernen, wie man richtig mit Hunden umgeht. Wenn ein Hund offensichtlich böse ist, gilt nämlich: Am besten ist wirklich, sich nicht zu bewegen. Einfach Salzsäule, still stehen bleiben, Hände an den Körper ist ganz wichtig. Und nicht schreien, nicht weinen, nicht schreien. Das ist sehr schwer, wenn man als reflexartig das immer macht. Aber das ist wirklich das Beste, was man macht. Sich nicht wegbewegen. Einfach warten, bis der Hund geht. Also meistens, die meisten Hunde gehen dann weg, wenn man still steht. Hunde sind laut der Hundetrainerin regelrecht arbeitslos und brauchen Beschäftigung. Die bekamen sie genug beim Toben, Apportieren und über Hindernisse springen. Also ein Kind sollte niemals auf den Hund zugehen, sollte immer warten. Wenn der Hund gerne möchte, Kontakt haben möchte, kommt der Hund alleine. Also man braucht niemals auf den Hund zugehen. Wenn, dann kann man den Erwachsenen fragen. Und dann kann der Erwachsene auch den Hund dazu begleiten, zu dem Kind hinzugehen. Durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Kinder und Hunde oft auf gleicher Augenhöhe sind. Gemerkt haben alle, dass ein Hund für alles eine Belohnung möchte und hatten viel Spaß dabei.